Hallo, heute ganz schnell der zweite Teil, richtige Entscheidungen treffen. Bleibt dran, ich bin der Pit und liebe Grüße wie immer aus dem sonnigen Paraguay. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, werde ich euch links hier oben verlinken. Zuerst den ersten Teil schauen und dann jetzt der zweite Teil, was direkt folgt. Also, mach's gut, bleib dran, bis dann, ciao, ciao. So, der nächste Punkt, was auch sehr wichtig ist, meiner Ansicht nach, ist über die Entscheidungen schlafen. Da sagt man immer, schlaf eine Nacht drüber. Der nächste Tag kommt auf jeden Fall und da solltest du nochmal sich ein paar Gedanken darüber machen, wie war meine gestrige Entscheidung? War die richtig? Wo gibt es positive, wo gibt es negative Beeinflussungen? Weil das ist ja auch wichtig. Und so haben wir ja auch gemacht. Okay, ich entscheide zwar relativ schnell, und denke darüber nach und sage, okay, das ist die richtige Entscheidung. Aber oft sollte man darüber einfach sich hinlegen, ein paar Stunden, meistens am besten die ganze Nacht drüber schlafen. Und wenn ihr darüber nachdenkt, sicherlich passiert euch genauso. Ihr denkt, Mensch, ruhig mal, mach mal, du bist nervös, du triffst eine Entscheidung, die nachhinein sich als falsch erwiesen hat. Und deshalb, das betrifft auch mich. Ich sage immer wieder, okay, schlaf mal drüber. Manche brauchen vielleicht zwei Nächte, manchmal drei, spielt keine Rolle. Aber man sollte auf jeden Fall ein bisschen runterfahren, drüber schlafen und dann nochmal die gestrige Entscheidungen überlegen lassen. Okay, das hat mir zum Wissen auch geholfen. Bin ich gespannt, wie das ja bei euch ist. So, der nächste Punkt ist, was ich auf jeden Fall hasse ich persönlich, ist die Entscheidungen aufzuschieben. Also man sollte die Entscheidungen nicht aufschieben ins Unendliche. Nein! Sonst, wisst ihr, bei mir wäre es so, ich habe, wie gesagt, viele Anfragen von euch. Danke nochmal an dieser Stelle. Und viele fragen, Pit, du hast gut. Mensch, du bist ja schon 18 Jahre in Paraguay. Ha! Recht leichtes Reden. Aber was soll ich denn machen? Ja, aber nachhinein, wenn ich mit den jeweiligen Menschen, Kunden, Inspe oder potenziellen Auswanderer spreche, die meisten von euch in dem Fall sagen, Mensch, Pete, du hast es recht. Ich wollte schon mal, vor Jahren auswandern. Aber, und? Jede von euch kann die Sätze ergänzen. Ja? Keine Rente, ich war krank, ich war operiert. Die Frau war dagegen, die Kinder waren nicht einverstanden, die Oma lebte noch, konnte nicht raus und. Also da kann ich wirklich hunderte aufzählen. Wie das bei euch ist, sollt ihr natürlich alleine entscheiden und sagen, wieso habe ich meine Entscheidung, die ich schon vielleicht bereits getroffen habe, immer wieder aufgeschoben. Ich habe meinerseits, muss ich ganz ehrlich sagen,
die Entscheidung getroffen. Ich habe auch viele falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen, gebe ich offen zu. Kein Problem, ich stehe dazu. Aber dann habe ich die Entscheidung auch getroffen und ausgewandert. Und nicht immer aufgeschoben. Ach, vielleicht wird es im nächsten Jahr besser. Nein, ach, ich wandere in 3 Jahren, in 4, in 5, in 10 Jahren. Leute, das Leben ist kurz und irgendwann landen wir alle wo? Unten. Kaputti. Also schiebt bitte nicht alles vor sich hin und findet nicht immer neue Ausreden, sonst irgendwann ist wirklich zu spät. Ja, ich wünsche euch allen ein langes Leben, aber glaubt mir, bei euch sicherlich ist es genauso. Also ich mit 20 und jetzt ich mit 60 oder über 60, ist schon ein Riesenunterschied. Und ich will da gar nicht mehr drüber nachdenken, wie ich mich fühle mit 70, wenn Gott will. Weiß keiner. Solange schiebe ich meine Entscheidung nicht hervor. Ich treffe die Entscheidungen ziemlich schnell. Also nicht aufschieben, bitte. Nein, nein, nein. Was auch entscheidend ist, sind die eigenen Gefühle. Also man muss die eigenen Gefühle schon kennen. Ihr kennt sicherlich auch die Situation Bauchgefühl gegen Verstand. Immer sind wir, das ganze Leben lang sind wir am Kämpfen. Bauchgefühle und Verstand. Sofern man sollte schon eigene Bauchgefühle, grundsätzlich Gefühle kennen und auch den Gefühlen folgen. Natürlich ohne Stress, aber ich bin der Mensch, der, also ich bin kein Mathematiker. Ja, sicherlich jeder von euch denkt auch anders und hat andere Gefühle. Ja, manchmal lachen gerne, so wie ich. Viele sind positiv eingestellt, viele negativ und lachen gar nicht. Ja, also die Latinos, die Paraguayer sind grundsätzlich wirklich positiv eingestellt. Grundsätzlich zum Leben, glaubt mir, die haben viel, viel weniger als viele von euch. Aber die lassen sich dadurch nicht beeinflussen. Die leben glücklich und sind mit wenig, also mit dem, was sie haben, sind auch zufrieden. Zumindest die meisten bei uns hier auf dem Dorf. Ich spreche natürlich nicht von Asunción, Großraum Asunción. Auch hier bei uns gibt es Leute, die natürlich so viel Geld haben, die wissen gar nicht mal, wohin damit. Aber ob die glücklich sind, ist wieder eine andere Frage. Deshalb, die Gefühle sollten auch euer Leben beeinflussen, und zwar in der richtigen Form. Bin ich der Meinung zumindest. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt natürlich bei euch. Und da komme ich jetzt zum letzten Punkt. Und zwar erlaube mir, etwas vorzulesen, weil es ist ziemlich schwer, nicht, aber etwas komplizierter, habe ich noch nie gehört. Also auf jeden Fall, der letzte Punkt wäre, keine Angst vor Neuem, also vor der neuen Sache. Und da gebe ich euch auch recht, so war es auch bei meiner Frau, bei meinen Bekannten bis heute, bei der Familie, dass die sagen, Menschenskinder, nein, es kann noch viel schlimmer kommen. Ja, also das, was ich habe, das kenne ich. Aber was Neues, Gottes Willen, das kann nur schlimmer kommen. Denkt ihr auch so ähnlich? Ich lese hier was vor. Viele Menschen neigen dazu, auf Altbewährtes zurückzugreifen. Das stimmt, denke ich mir. Das liegt an dem Hormon Dopamin. Noch nie gehört, ganz ehrlich zugegeben, nie gehört. Aber es muss wohl stimmen. Diejenigen von euch, die sich damit auskennen, bitte in den Kommentaren schnell aufschreiben, ob es stimmt. Was ist eure Meinung drüber? So viele von euch, auch ich, muss ganz ehrlich sagen, vor dem Neuen hat man vielleicht nicht direkt Angst. Aber man ist manchmal oder oft einfach unsicher. Ja, also man bleibt in eigenen vier Wänden, wie man so schön sagt.
und ist meistens damit zufrieden und um Gottes Willen was Neues. Menschen, Kinder, die ganze Umzug und was sagen, ach die Kinder, die Oma, Opa dazu. Also es ist so viel Stress entsteht, dass die Leute lieber sagen, also ihr auch, komm, lass es sein, ich bleibe lieber zu Hause. Ja, es wird schon irgendwo weitergehen. Wie sieht das bei euch aus? Ist es ähnlich? Also von dem Hormon habe ich noch nie gehört, aber ich denke, dass es schon stimmen sollte. Ach, hier spricht man noch, was auch wichtig ist, von einer Komfortzone. Und da gebe ich, glaube ich, auch recht den Menschen. Also Komfortzone ist schon was Wichtiges. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, mittlerweile, wenn ich nach Europa fliege und zurückkomme, ich fühle mich hier wirklich komfortabel, also sehr komfortabel. Ich weiß, was ich habe. Ich bin mit einer vertrauten Umgebung und ich bin mehr als zufrieden und fühle mich in Paraguay sehr wohl. Hier mit den Tieren, mit den Hühnern, mit Kühen, mit Hunden, mit der ganzen Umgebung, also auch natürlich mit den Menschen nicht zu vergessen, mit den Pflanzen. Wir leben in einem kleinen Paradies. Und da die Sonne fast immer scheint oder das Wetter top ist, man sollte auch positiv denken und sich auf jeden Fall die Komfortzone, was in unserem Fall war, einfach neu erschaffen. Da bin ich voll der Meinung, weil sonst, wenn ich nicht so gedacht hätte, damals vor 18, 19 Jahren, hätten wir die heutige Komfortzone auf jeden Fall, so wie sie heute hier in Paraguay existiert, nie gehabt. Und dann wäre sicherlich die Zeit knapp, um die richtige Entscheidung zu treffen. Also, wann trifft ihr eure richtige Entscheidung? Wie auch immer diese Entscheidung ausfallen sollte, man sollte die treffen. Also ich denke, genug geredet. Jetzt schaut euch ein bisschen, wie windig bei uns ist. Und deshalb wollte ich halt nicht unbedingt nach draußen gehen. Weil halt der Ton also wirklich schlecht wäre. Also, gegen die Sonne ist immer schlecht. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das Schlusswort kann man auf jeden Fall hören. Ich sage es ein bisschen lauter, wegen dem Wind. Trifft eure Entscheidungen, schreibt unten, wie ihr die 9 Punkte seht. Habt ihr noch welche dazu, die eure Entscheidungen beeinflusst haben bzw. noch beeinflussen werden? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Also schreibt bitte unten fleißig die Kommentare, falls euch gefallen hat. Einfach Daumen nach oben, abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich denke, falls ihr oder ich bin mir sicher, wenn ihr die richtige Entscheidung trifft, dann sehen wir uns in Paraguay oder auch in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich oder wie auch immer wieder. Aber wir sehen uns wieder auf jeden Fall. Also, Links wie immer gebe ich weiter empfehlenswerte Videos. Nicht vergessen, einfach Likes nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Danke für eure Fragen nochmal. Die helfen mir weiter, das Programm, das Kanal weiterzuführen und euch damit etwas zu helfen. Also in diesem Sinne, bei dem schönen Wetter, macht's gut, bleibt gesund und trifft eure Entscheidungen. Bis dann, ciao, ciao.